Das Besondere an der Fachhochschule ist, dass wir hier sehr viel Spaß haben. Wir sind ein sehr vielfältiges Team. Wir haben die unterschiedlichsten Anwendungsfelder, in denen wir lehren und forschen dürfen. Und das ist das, was am meisten Spaß macht. Ich bin ja hauptsächlich in der Lehre tätig, das heißt, ich arbeite regelmäßig mit Studierenden zusammen und darf sie auch unterrichten. Die anderen Bereiche, die mich sehr interessieren und wo ich mich super austoben kann, hier ist die Forschung. Wir forschen in den unterschiedlichsten Bereichen und da kann man natürlich auch als Teammitglied immer aktiv teilnehmen. Seit 2030 wird die Fachhochschule noch immer eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle in der Ausbildung spielen. Das machen wir jetzt schon, gerade in den Bereichen Wirtschaft, Medien. Wir bilden die Technikerinnen und Techniker der Zukunft aus. Wir haben die Bereiche Gesundheit und soziale Arbeit bei uns im Haus. Das heißt, wir sind hier schon sehr breit aufgestellt und 2030 wird es genauso ausschauen, wenn wir nicht noch breiter aufgestellt sind. Ein typischer Start bei mir in den Tag beginnt einmal mit einem Kaffee und mit einer Besprechung mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Da gleichen wir ab, was alles auf uns zukommt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ich bereite natürlich Unterricht vor, ich gehe in den Unterricht und arbeite mit Studierenden. Ich darf ihnen was beibringen. Zusätzlich darf ich hier auch bei Forschungsprojekten mitarbeiten. Wir haben Besprechungen, wir haben Veranstaltungen. Sagen Sie mal so, mein Alltag ist nie langweilig.